Schon wieder eine Woche vorbei. Ich muss sagen, ich bin heute total happy, weil es sind jetzt nur noch, ich glaube, 4 Tage, dann sehe ich meinen großen Bruder endlich wieder. Hi übrigens. Und da freue ich mich riesig drauf. Den habe ich jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen. Der war ja unterwegs und jetzt freue ich mich eben voll drauf, ihn wiederzusehen. Gut. Aber eigentlich wollte ich heute mit euch über was anderes reden. Klingt vielleicht komisch, ist aber so. Ich wollte euch heute etwas über Vorbereitungen fürs Rausgehen, Strich, draußen besser klarkommen erzählen. Das klingt wirklich komisch, ist auch wirklich wahr. Gute Vorbereitung ist besser als im Nachhinein sich zu ärgern. Also, ich gehöre zu den Typ Mensch, ich gehe nie vor die Tür, wenn ich nicht alles, was ich brauche, vorbereitet habe. Ich habe da immer so eine Liste. Ich brauche mein iPod, ich brauche wasserfeste Kleidung im Winter jetzt zumindest. Ja, ich brauche sie, aber habe sie halt nicht. Deswegen, die Geschichte mit dem Stoff. Deswegen gehe ich oft mit Leggings raus. Wobei es diese tolle Erfindung gibt, Jeggings, halb Jeans, halb Leggings. Tolle Sache. Hat mein Leben voll verändert, weil seitdem sieht es ein bisschen weniger nach Gammel-Look aus, aber es ist trotzdem bequem. Weil das ist das Allerwichtigste erstmal. Man braucht immer Kleidung, in der man sich wohlfühlt, in der man sich sicher fühlt, in der man auf jeden Fall nicht ständig an allen Ecken zupft und macht und tut, die einen nicht zerkratzt halb. Also Gott, ich hatte mal eine Phase, habe ich Kleidung getragen, wo ich heutzutage mir denke, Elena, das hättest du lassen sollen. Weil meistens bin ich dann so da gehockt. Weil es einfach überall gejuckt hat und es war unangenehm. Und draußen zu sein ist schon schwer genug für einen Asperger. Und glaubt mir, oder glaubt, also nach meiner Lebens. Ja, das war übrigens mein Virenprogramm, tut mir leid. glaubt mir auf jeden Fall, dass es immer eine bessere Lösung ist, etwas anzuziehen, in dem man sich wohlfühlt, in dem man vielleicht jetzt nicht gerade aussieht, als ob man gleich zum Abschlussball geht, aber man dafür sich wirklich sicher, geborgen und zumindest eine gewisse Ruhe hat. Also ich für meinen Teil würde meinen Look als sportlich bezeichnen. Meine Mutter bezeichnet es als etwas schlampig. Weil es gibt Tage, an denen brezle ich mich auf und dann gehe ich mit einer Jeggings und einem hübschen Top raus, weil es mir einfach gerade danach ist. Aber es gibt auch so Tage, wo ich einfach wirklich nur es bequem haben will. Und dann gehe ich auch mal einfach in einer Schlabberhose und einem Pyjama-Oberteil raus. Ich gestehe, ich gehe auch manchmal im Schlafanzug vor die Tür. Aber es ist nicht so, dass du, wenn du etwas manchmal, ja, genau, so fange ich den Satz an, das ist besser. Manchmal ist es besser, du siehst furchtbar aus und fühlst dich dafür unglaublich wohl und bist dann in dir zufriedener und be selbstbewusster, als dass du in einem Kleidungsstück rausgehst, in dem du die ganze Zeit dich fragst, rutscht mir jetzt der Rock hoch oder ist die Hose zu eng oder Gott, ich kriege keine Luft, dieser Gürtel. Einfach rauszugehen in bequemer Kleidung ist schon mal der erste Schritt, um sicherer und geborgener und vor allem geschützter vor die Tür zu kommen. Okay, da hätte nur Kleidung abgehakt. Das ist immer das Erste, wo ich mich frage. Wobei ich zugeben muss, manchmal richte ich mich erst 5 Minuten, bevor ich vor die Tür gehe. Und dann ist es eher so ein in die Hose schlüpfen, während man sich gerade nochmal schnell die Zähne ein zweites Mal putzt und dann nochmal schnell ein Toast versucht, in sich reinzustopfen. Also sieht dann wirklich komisch aus. Aber ja, ist halt, weil ich kein Zeitgefühl habe. Ein bisschen. Ja, die nächste Sache ist dann natürlich, was nehme ich mit raus? Also für meinen Teil, ich habe
für mich festgestellt, dass mir etwas über den Ohren manchmal sehr hilft, diesen ganzen, Mann, tut mir leid, ich habe heute ein Bad Hair Day. Diese Locke kommt ständig hoch. Entschuldigt. Ja, ich habe für mich festgestellt, dass. Entschuldigt noch einmal. Wir haben einen Nachbarn. Und der hat eine Motorsäge. Und der sägt da jetzt schon seit geschlagenen 5 Stunden in einer Endlos-Sägerei. Und das ist laut und unangenehm und das Geräusch nervt mich auch. Tut mir leid. Falls ihr es übrigens in der Kamera hört, tut es mir doch bitte leid. Aber ich komme zurück zum Thema. Ich habe gelernt für mich, dass es mir immer sehr hilft, wenn ich etwas über den Ohren habe, also irgendeinen Schutz. Und dann manchmal nehme ich einen Kopfhörer von einem CD, also von meinem iPod mit. Das ist dann so, der sieht ein bisschen aus wie diese Mickey-Maus-Ohren und der deckt auch wirklich alles zu. Und dann höre ich mir zum Beispiel draußen etwas Beethoven an, was mich auch beruhigt und was mir hilft. Manchmal nehme ich auch meine extrem dicke Wintermütze mit, wobei es da eine Geschichte gibt. Ihr müsst wissen, an diesem Punkt, ich habe die letzten Jahre, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele es sind, aber auf jeden Fall viele Jahre, bin ich nicht vor die Tür gegangen ohne eine Mütze auf dem Kopf. Und da war es wirklich brühend heiß manchmal im Sommer, aber ich habe diese Mütze nicht absetzen wollen, weil die mir einfach so eine Sicherheit gegeben hat und etwas erträglicher gemacht hat draußen vor der Tür. Und ja, entschuldigt. Dieses Segen bringt einen wirklich aus dem Konzept ein bisschen, aber egal. Ja, dann die nächste Sache ist für mich persönlich, ich brauche immer irgendwas, womit ich mich beschäftigen kann, was mir sozusagen eine Möglichkeit gibt, die Außenwelt auszublenden. Und dann, wartet, kann ich euch ja mal zeigen. Ich bin nämlich total süchtig nach einer App, ich gebe es zu. Ist jetzt nicht gerade der beste Moment, aber ich bin total süchtig nach der Sims-App. Und wenn ich dann draußen bin, dann spiele ich einfach manchmal die Sims, damit ich nicht so dran denke, dass ich gerade draußen bin. Dann flüchte ich mich in eine andere Welt, um einfach nicht so viele Eindrücke aufzunehmen oder mich so etwas zu entspannen. Und deswegen, oder auch manchmal einfach nur Musik zu hören, manchmal gucke ich auch einen Film auf meinem iPod. Egal wie, ich versuche immer irgendwas, mein iPod mitzunehmen, damit ich einen kleinen Rückzugsort habe. Und weil ich natürlich total ein iPod-Junkie bin, ich gebe es auch zu, ich kann nicht ohne das Teil leben. Das sind 90% meiner Infos, die ich im Kopf sonst rumschleppen müsste, einfach mit drauf. Sowas wie Einkaufslisten oder sowas. Einfach alles Mögliche, damit ich nicht immer alles im Kopf behalten muss. Ja, dann. Das nächste, was für mich immer sehr wichtig ist, ist zu wissen, wohin gehe ich. Wenn ich zu meiner Großeltern gehe, nehme ich zum Beispiel also nur mein iPod mit, manchmal auch meinen Laptop, einfach um dort ein bisschen was zu arbeiten, weil ich weiß, da kann ich arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel also zu meiner Babette gehe, dann nehme ich dann nur den iPod mit, einfach so, damit, falls mal irgendwas ist, was zum Googlen oder mal eine Nachricht schicken, einfach, dass ich den dann auch da habe. Oder wenn ich dann einfach rausgehe, zum Beispiel also zum einem Lebensmittelmarkt, dann nehme ich den iPod mit und die Kopfhörer, damit ich dann gegebenenfalls etwas Musik hören kann, damit ich nicht die Außengeräusche so höre. Und das hilft wirklich sehr, wenn du dann einfach einen Rückzug, würde ich sagen, einen Rückzugsort hast. Ja. Dann natürlich, was auch sehr wichtig ist, ist zu wissen, muss ich was mitnehmen? Also wenn ich zum Beispiel jetzt zu einem so irgendwas gehe, wo ich ein Schreibmaterial brauche, ist natürlich nicht schlecht, wenn ich einen Block mitnehme oder sowas. Und es hilft wirklich extrem viel, sich die Sachen nicht erst 5 Minuten vorher hinzulegen, sondern wenn es denn so ist, schon am Abend davor alles vorzubereiten, damit man, entschuldigt das jetzt auch noch das Telefon, also heute ist, dass man einfach alles wirklich mitnimmt und dass man an alles denkt und dass man nicht so diesen Moment hat, oh, brauche ich noch, sondern dass man einfach sozusagen, boah, das Telefon klingelt aber lang, entschuldigt, dass man einfach sozusagen bloß noch an eine Stelle greifen muss
und dann alles dabei hat und man alles sozusagen in den Händen hat, was man braucht und dass man dann einfach schnell auch wieder los kann. Weil im Zweifel kann man bei mir immer davon ausgehen, dass ich mich zu spät anfange zu richten. Oh Gott. Ich glaube, ich habe es seltenst auf den Punkt geschafft, fertig zu sein. Ich bin immer umso stolzer, wenn ich es mal schaffe, alles vom vereinbarten Zeitpunkt eingepackt zu haben. Vergiss dann aber meistens noch die Hälfte. Ja, und dann natürlich auch sehr wichtig sind Schuhe. Da sollte man einfach Schuhe nehmen, die bequem sind, mit denen man gut laufen kann und die einem Stabilität geben. Also die einen tragen High Heels und fühlen sich darin wohl. Habe ich auch schon gemacht. Mit Riesenabsätzen. Oh Gott, wie ich auf den Teilen laufen kann, ist mir manchmal rätselhaft. Wobei ich eher noch etwas wanke. Die anderen sind eher die Sportschuhmenschen. Und die wieder anderen tragen auch gerne einfach Winterschuhe oder Stiefel. Also ich bin, je nachdem wie es mir gerade ist, ich trage alle möglichen Arten von Schuhen. Hauptsache in dem Moment passt es gerade zu meiner Laune. Ja. Und dann die nächste Sache ist natürlich, man sollte nie vergessen, eine Jacke mitzunehmen im Winter, sonst verfriert man. Das ist wirklich so. Da kann ich euch ein Lied singen. Ich glaube, ich bin diesen Winter schon mindestens gefühlte 18 Stunden an unserer Heizung gehangen, weil ich zu dünn angezogen war und dann mit so eingefrorenen Fingern da stand und gesagt, Mama, hier ist ganz klein wenig kalt. Ja, dann bin ich auf jeden Fall sehr oft an der Heizung und muss die Hände drauflegen, damit sie überhaupt wieder auftauen. Doof, aber wahr. Natürlich bringen Handschuhe einem auch was, aber ich muss zugeben, für mich sind Handschuhe nichts, weil sie mich irgendwie einschränken und ich dann dieses Kratzige an den Händen kriege. Und dieses, ja, Pelzige könnte man fast sagen. Schals sind leider auch nichts, weil ich trage es einfach nichts am Hals zu haben. Ich bin auch eher weniger der Schmucktragemensch. Ich hatte mal eine Weile lang eine Kette mit einem Schlüssel dran. Die trage ich auch jetzt manchmal. Das ist so ein einfach was, dass ich was zum Anfassen habe, wenn ich unsicher bin. Ich weiß, das klingt doof, aber einfach was zum dran rum spielen, das kann auch extrem hilfreich sein. Ja, und jetzt hoffe ich gerade, dass ich alles bedacht habe. Mütze hilft mir immer, weil Mützen, die tun viel vom Lärm wegnehmen. Ich habe da auch diese extrem dicke Kunstfellmütze. Echtes Fell könnte ich nicht tragen, wegen den Tieren und allem, und ich bin tierlieb. Aber auf jeden Fall habe ich eine Kunstfellmütze und die ist so richtig fett und darunter höre ich so gut wie gar nichts. Ja. Und alles in allem, der schwierigste Schritt von allen ist, wenn man dann alles vorbereitet hat und man an alles gedacht hat, wirklich vor die Tür zu gehen. Aber wenn man nicht vor die Tür geht, kann man nichts Neues erleben im Zweifel. Und manchmal ist es einfach gut, diesen ersten Schritt zu tun und rauszugehen. Aber es hilft wirklich auch, sich, auch wenn es sich komisch anhört, manchmal sich irgendwas zu suchen, woran man sich sicher fühlt. Ich zum Beispiel, ich bin noch nicht in der Lage, vor die Tür zu gehen ohne eine Begleitung. Und es hilft mir unglaublich auch einfach manchmal, wenn ich im Laden stehe und die Orientierung verliere oder ich dieses Übertriebene, ich merke, dass ich viel zu viel gerade aufnehme, dann hilft es mir manchmal einfach, nur für ein paar Minuten zu meiner Mutter zu gehen oder zu meinem Daddy und deren ihre Nähe zu haben und dann ist irgendwie plötzlich die Welt wieder besser. Ja, ich weiß, nicht immer kann man Eltern oder so dabei haben, manchmal sind auch Freunde hilfreich. Einfach jemand, der dich davon ablenkt, dass zu viel um dich rum ist. Das kann manchmal echt Wunder wirken. Gut, das war's heute. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat und ich hoffe, dass es auch aufgefallen ist, dass ich endlich wieder ein bisschen fitter bin. Ich schlafe wieder besser, ich schlafe wieder mehr. Auch eine wichtige Sache, man sollte nicht
Huhn ausgeruht vor die Tür gehen, das ist katastrophal. Also zumindest nach meiner Erfahrung ist es katastrophal. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir gerne noch einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Das freut mich auch. Wenn ihr mir irgendwelche Fragen habt oder habt ihr Tipps, was ihr macht, wenn ihr draußen seid, was euch hilft. Ich kann als Asperger auch nur noch dazulernen. Und ja, dann wäre es cool, wenn ihr es mir in die Kommentare schreibt, weil alles, was ihr mir schreibt, hilft mir, euch zu helfen, die Thematik besser zu verstehen. Oder eben auch mir etwas besser mit meinem Asperger klarzukommen, wenn ihr da Tipps habt oder Ideen. Ja, ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, das wäre die dann an die bell.riedmeier@outlook.com, wobei Riedmeier mit Y geschrieben wird. Wir werden wie das Ried geschrieben und das Meier wie mit Y. Und ihr könnt mir aber auch auf Facebook schreiben. Ja. Oder natürlich auch auf Twitter. Das geht auch. Ich habe jetzt nämlich Twitter. Ich habe immer noch keine Ahnung, was man mit Twitter macht, aber irgendwann finde ich das raus. Zumindest glaube ich da dran. Also dann, wir sehen uns am Freitag. Bis dahin, tschüss!